5.000 Euro Stundensatz als IT-Softwareentwickler, IT-Experte, IT-Berater, ganz wichtig auf dem absoluten Expertenniveau in dem, was auch immer du machst, sei es jetzt SAP, Java, PHP, DevOps, egal was es ist, ja, you name it, aber du bist ein absolutes Expertenlevel, also dir kann keiner das Wasser reichen, du bist ein absoluter Guru. Das ist die Grundvoraussetzung, aber dann sind 5.000 Euro Stundensatz, nicht Tagessatz, auch nicht im Monat, auch nicht in der Woche, sondern Stundensatz, durchaus möglich. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Klein. Ja, ich bin Experte, Marketingstrategie und Vertriebsberatung biete ich an für die IT-Branche, insbesondere IT-Dienstleister, Agenturinhaber, Dienstleister, Berater, wenn sie auch noch Freelancer sind, Solopreneure, aber auch größere Unternehmen. Und insbesondere, wenn du sozusagen auf der Hürde bist, ja, ich habe letztens ein Video gemacht, unbedingt anschauen, wie du auf 1 Million Euro Jahresumsatz relativ schnell kommst, wenn du quasi noch keine Mitarbeiter hast. Ja, ganz, ganz wichtige Hürde, die es zu nehmen gilt. Wenn du quasi über Softwareentwickler, also Human Resources, also über andere Menschen letztendlich skalieren möchtest, als Softwareentwicklerbude. Das ist eine Möglichkeit. Ist aber sozusagen Human Resources intensiv. Ja, also du hast also mit Menschen zu tun, musst also wissen, wie man rekrutiert, muss man wissen, wie, wo, wann man rekrutiert. Es ist nochmal eine gesonderte Extradisziplin. Ja, also die geht Hand in Hand mit dem Neukundengewinnung. Also es gibt nichts, was so stark miteinander verzahnt ist, wie die Neukundengewinnung und das Recruiting im zum Beispiel Verkauf einer Softwaredienstleistung, also Softwareentwicklung als Dienstleistung zu verkaufen, ja, oder sagen wir mal zu produktivieren oder produktisieren, ja, im Paket meinetwegen auch. Die zweite Möglichkeit ist letztendlich, du hast ein Tool, du hast letztendlich ein Stück Software entwickelt und das lizenzierst du, also quasi eine typische SaaS-Strategie, ja, also ein CRM etc. pp., ja, irgendein Tool, das eine Software, ein Produkt, das du mal, wo du reingesteckt hast, Geld, Zeit und Energie, das ein ganz bestimmtes Problem im Markt löst und dann lizenzierst du das letztendlich. Ja, da musst du nur noch quasi gewisse Wartungen, Schulungen oder etc. anbieten, aber dann das Ganze nur noch maintainen, erweitern, verbessern, klar, aber du tauschst nicht mehr Zeit für Geld. Also es ist nicht mehr dieses Ressourcenintensive. Also du kannst theoretisch ein Tool haben, sag mal, das du lizenzierst für 100 Euro im Monat, ja, und das an 10.000 Leute verkaufst, hast du 100.000 Euro Umsatz im Monat, also quasi über 1 Million im Jahr, ja, aber vielleicht nur 2-3 Mitarbeiter oder nur einen Mitarbeiter, ja, der das Ganze sozusagen in Schwung hält. Ja. Also letztendlich, wenn, je nachdem, was für ein Tool du eben gestrickt hast, ganz, ganz klar. Ja. Die dritte Möglichkeit aber, über die denken noch sehr, sehr wenige nach, ja, ist letztendlich Trainings anzubieten. Mehr oder weniger von den Skaleneffekten zu profitieren, die die Digitalisierung mit uns bringt, sondern nie so einfach wie heute über diese ganzen Schulungsplattformen, ja, Online-Schulungen, Mitgliederbereiche und. Ja. Letztendlich magst du jetzt wieder denken, naja, es gibt schon so viele. Ja, es gibt auch schon sehr viele Eisdielenverkäufer und dennoch gibt es sehr, sehr erfolgreiche Eisdielen. Ja, also, ich kann dir nur sagen, es war noch nie so einfach wie heute und es ist da draußen auch eine Menge Mist. Ja? Also ich mache dir mal einen Vorschlag, geh mal auf Udemy. Jeder, wenn ihr kennt Udemy, also ist einer der größten E-Learning-Plattformen weltweit, ja, mit zig Zehntausenden von Kursen. Und gib doch mal irgendein spezielles Software-Thema, also Software-related Thema ein, also Softwareentwicklung. Willst du irgendwas lernen, irgendwas Spezielles? Mal, geh mal in Richtung SAP oder geh mal in Richtung, ja, egal was es ist. Da hast du nicht unbedingt, obwohl es da Zehntausende von Kursen da drauf sind auf dieser Plattform, ja, Hunderttausende von Kursen und vielleicht Tausende von Kursen bezüglich Softwareentwicklung, hast du nur ganz wenige, die wirklich gute Bewertungen haben, ja, und dann sind die teilweise auch in so einer schlechten Tonqualität aufgenommen oder von irgendjemandem, ich will niemandem zu nahe treten, mit so einem starken englischen Akzent, den kein Mensch versteht, ja. Also es ist gute Trainings in Richtung IT, Softwareentwicklung, je nachdem, was dein Spezialthema ist, sind nicht so wirklich en masse vorhanden. Das heißt, das ist eine sehr gute, sagen wir mal, Gelegenheit für dich, vielleicht da mal Gedanken drüber zu machen. Ja?
Zudem kann ich dir eins versprechen, dass selbst in der Akquise, wenn wir quasi auch für diese ganzen Geschichten hier, so Softwareentwicklung verkaufen und mit vielen Unternehmen sprechen, dass die sich häufig wünschen, auch intern letztendlich gewisse Themenbereiche zu besetzen, aber keine Leute finden. Also fragen sie dann an, dass sie externen Dienstleister finden, die ihnen die Leute zur Verfügung stellen. Also es wäre quasi dieses Zeit für Geld tauschen, Human Resource Modell, das ich hier in diesem Video 1 Million Euro Jahresumsatz ja, in nur 12 Monaten mit nur 3 bis 4 Mitarbeitern hochgeladen habe, das sehr, sehr beliebt ist. Also haben schon sehr viele auch geviewt und auch schon kommentiert. Verlinke ich dir auch nochmal gerne. Du kannst auch auf meinem YouTube-Kanal abonnieren, dann findest du es auch sowieso. Und zusätzlich zu dem, dass du ihnen Softwareentwickler sozusagen verkaufst, die dort was entwickeln, Probleme lösen, dann häufig aber auch gerne sich noch wünschen, etwas an Training ja, zu bekommen, dass sie intern dann doch kurz oder lang vielleicht jemanden finden, vielleicht auch nicht jetzt irgendwie eine volle Arbeitszeit, einen Senior irgendwie finden am Markt, weil es so schwierig zu finden ist, aber vielleicht irgendwie einen Azubi haben, einen Werkstudent, was weiß ich, und der dann eben auch ein bisschen Schulung gerne hätte und oder man es gerne hätte, dass du als Dienstleister diese Leute auch ein bisschen schulst. Natürlich machst du aus denen keine Experten von heute auf morgen, aber diese Schulung ist wieder ein zusätzliches Add-on, was du zusätzlich dann letztendlich anbieten kannst. Und ich kann nur eines raten, und jetzt kommt's, mach diese Schulungspakete skalierfähig. Um Gottes Willen, geh nicht hin und biete 1:1 Schulungen. Ja, du als Softwareentwickler mit einem Tagessatz von 2000 Euro oder 1.000 bis 2000 Euro wert ist, ja, deine Zeit, sowas wie Schulungen kannst du einmal aufnehmen, ja, und dann als Paket digitalisiert verkaufen und sozusagen auch hochskalieren. Ja, also Schulungen über gewisse Tools und so weiter, dich einfach auch mal informieren oder bei uns vorbeischauen, dir einfach einen Strategie-Call buchen bei uns und dann können wir nochmal darüber sprechen. Ich habe da schon einige Plattformen ausgetestet ohne Ende, ja, Membersport, Digi-Member und so weiter, schon jahrelang immer wieder mich da durchgeackert, ja, welches jetzt die beste Plattform ist, auch preis-leistungsmäßig, ja. Und im Endeffekt ist es ein Investment von 1-200 Euro im Monat. Ja? Dann hast du dort eine wirklich vernünftige Schulungsplattform, die kannst du dazu verwenden, auch für andere Dinge, deine Mitarbeiter digitalisiert zu onboarden oder auch andere Dinge, aber letztendlich auch, um hier voll digitalisierte eigentlich Schulungen anzubieten, die du auch quasi in einen vollautomatischen Prozess reingeben kannst, ja, wo du auch quasi mehr Masse zur Verfügung stellen kannst. Also kannst du zum Beispiel VIP-Schulungen würde ich dir auch anbieten. Würde ich dir auch raten, dann zu machen für deine Bestandskunden, für Kunden, die bei dir größere Softwareentwicklerpakete bestellen zum Beispiel. Ja. Also das sind dann nochmal dedizierte Schulungen, die du dann dort anbietest, die wesentlich teurer sind. Ja. Die sind auf jeden Fall vierstellig. Und dann vielleicht auch mal mehr für die breitere Masse Schulungen, die sind vielleicht nur ein paar hundert Euro, aber dafür vielleicht mit so einem Abo-Modell noch da irgendwie dran, dir noch was einfallen lassen. Da gibt es verschiedene Strategien, die sind vielleicht nur 50, 60 Euro im Monat oder vielleicht ein paar hundert Euro oder was auch immer. Im B2B ist das jetzt nicht so viel Geld. Und Leute, wenn das mit Handkuss aus der Hand reißen, ja, weil sie einfach so viele Schwierigkeiten haben, intern Leute zu finden in der IT-Branche und da jede erdenkliche, wirklich hochqualitative natürlich, Variante gerne annehmen, intern vielleicht Novizen oder Studenten oder ähnliches oder Junioren auch ein bisschen quasi auf Vordermann zu bringen. Ja? Jetzt magst du vielleicht denken, ja gut, dann züchte ich mir da sozusagen bei meinen Kunden intern meine eigene Konkurrenz. Ja und nein, ja? Du verdienst ja damit auch Geld, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn das ausdrücklich dein Kunde sowieso will, dann wird es sowieso einen Weg finden, das zu machen mit dir oder mit jemand anders. Also machst du lieber gleich mit dir, dann kontrollierst du es auch in gewisser Art und Weise. Ja, verstehst du, was ich damit sagen will? Okay, also das ist mein ganz großer Ratschlag an dich. Wenn du auf einem Expertenlevel bist, in der IT-Branche, Softwareentwicklung etc. und du verkaufst dich, sagen wir mal, schon für 1.000, 2.000 Euro Tagessatz, finde Wege, wie du dein Wissen skalieren kannst in einer Art und Weise, dass du nicht mehr Zeit für Geld tauscht. Machen viel zu wenig, ist für mich, meiner Meinung nach, ich verstehe es ehrlich gesagt teilweise gar nicht, warum es so wenig machen, weil halt einfach auch viele Softwareentwickler, muss man ganz ehrlich sagen, auch ziemliche Sturköpfe sind, na, die wollen halt irgendwie ihr spezielles Ding und das, dann kommen sie zu mir und sagen, okay, ja, ich will aber jetzt skalieren, ich will viel Geld verdienen und so weiter, dann sage ich, okay,
müssen wir uns aber hier Gedanken machen, da und wie wir das skalierfähig machen können und so weiter und so weiter. Ja, aber das ist dann nicht das, was ich irgendwie will und so. Okay, musst dich halt entscheiden, willst du deine persönlichen Präferenzen nachgehen, ja, und Vorlieben, oder willst du möglichst viel skalieren und möglichst viel Geld verdienen? Ja? Das ist dann vielleicht nicht immer das Gleiche. Man muss halt dann irgendwie auch mal hier, sagen wir mal, Opfer bringen, ja, und einfach Prioritäten setzen. Also nochmal, zusammenfassend, 5.000 Euro Stundensatz ist auf jeden Fall möglich. Ja, um das einfach hier nochmal ein ganz konkretes Beispiel, mal angenommen, du machst eine Schulung, ja, und jeder Teilnehmer, die dauert eine Stunde, um es jetzt ganz einfach, wir sagen ja hier Stundensatz, also die Schulung dauert eine Stunde. Und jeder Teilnehmer wird sogar von der Firma bezahlt, geht ja zum Beispiel auch, dass es die Firma sogar bezahlt, teilweise das Arbeitsamt oder was weiß ich, ja. Und jeder Teilnehmer zahlt für die Stunde 100 Euro. Ja, dann brauchst du doch unterm Strich nur 50 Teilnehmer und hast du schon 5.000 Euro, ja, die Stunde verdient. Und das ist nicht sonderlich schwer, wenn du es richtig aufziehst, wenn du es richtig aufbaust. Es gibt einige, die machen das schon, aber es gibt viel zu wenige. Und es gibt zum Beispiel auch einige, die kombinieren das mit einem sehr starken YouTube-Kanal. Ja? Die haben es geschafft, mit so einem trockenen Thema wie Softwareentwicklung, ja, also über verschiedenste Strategien innerhalb von 3-4 Jahren, einen YouTube-Kanal aufzubauen mit 100.000 Followern. Du brauchst nicht mal 100.000. Du kannst davon schon sehr gut leben. Ja? Okay, das sind nur einige Impulse, einige Ideen, die ich einfach so raushau, hier ganz kostenlos auf YouTube. Die richtigen Nuggets natürlich, ja, die gebe ich dir dann in unserer persönlichen Strategie-Session. Buch dir die einfach hier bei mir gerne. Investiere einfach mal die halbe Stunde. Ich investiere von meiner Zeit auch eine halbe Stunde gerne, wenn du der Richtige bist und ein paar Fragen beantwortest. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Happy Hunting, dein Thomas Klein, und keep it up. Bis dahin, ciao.